Moin. Ich sitze hier im Grunde mit einem guten alten Bekannten, nämlich mit Marco Polo. Marco Polo 1, oft auf dem Kanal gewesen, oft auch bevor wir den Kanal gemacht haben, auch schon oft auf dem Tisch gewesen. Und wirklich ein absolut gutes Euro. Nicht, jetzt bin ich, gehört nicht zu denen, die das wirklich zu den absolut ihre absoluten Lieblingsspiele zählen, aber ich mag es schon sehr gern, habe schon oft gespielt. Und Marco Polo 2 kam im letzten Jahr raus in Essen. Und das Erste, als ich Marco Polo 2 hörte, dass es kommt, dachte ich, brauche ich nicht. So, ne, was soll das? Marco Polo 2, das Thema, dann sah der Spielplan auch noch relativ ähnlich aus, als der dann später veröffentlicht wurde. Und das hat alles nicht so richtig für mich gepasst. Dachte ich, ne? Und letzten Endes ist mir ja auch doof irgendwie. Ne? Wäre jetzt ein eigenes Thema oder ein neues Thema drauf geballert worden auf das Spiel, hätte man vielleicht viel eher gesagt, ja, will ich haben. So, ne? Total, ne? Aber letzten Endes ist es eben, wie es ist Marco Polo 2, was eventuell auch der größte Nachteil im Spiel sein könnte. Da kommen wir aber gleich mehr dazu. Denn das Spiel bietet eine ganze Menge. Wir fangen erstmal mal so an hier mit den üblichen Randdaten. 2 bis 4 Spieler haben wir jetzt, 12 Jahre, 30 Minuten pro Spieler, das kommt ungefähr hin, kann man auch ein bisschen länger spielen, im Auftrag des Khan, der Untertitel, und Taschini und Luciani. So. Klangvolle Namen, ganz klare Sache. Hans im Glück mit Marco Polo 1, meiner Meinung nach eigentlich das letzte Spiel von Hans im Glück, das ich so richtig gut fand. Und das war so die Zeit so, ich glaube, erst Russian Railroads und dann Marco Polo, das war umgekehrt. Ich weiß es nicht hundertprozentig aus dem Kopf mehr, aber das war so die Zeit, wo ne, ich ganz großer Hans im Glück-Fan war. Und dann wurde es einfach ein bisschen ruhiger. Und jetzt ist eben Marco Polo 2 da und ich verrate ja eigentlich auch nicht zu viel, wenn ich jetzt sage, das wird jetzt eine Lobhudelei für dieses Spiel, denn ihr habt oft genug vielleicht auch zu Tisch gesehen, oder was ich zu dem Spiel gesagt habe. Denn dieses brauche ich nicht, hat sich echt umgekehrt bei mir, ziemlich ins Gegenteil. Ich mag es verdammt gern und ich mag es lieber als Marco Polo 1. Vielleicht auch nur ein kleines Stück, aber ich mag es auf jeden Fall lieber. Und warum, versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu erklären. Ich werde das Spiel nicht erklären, wie immer, ne? Rezension. Es gibt keine Regelerklärung. Ihr werdet das Spiel nicht spielen können. Ich werde ein paar Sachen zeigen, dass ihr wisst, wie es aussieht, vielleicht so ein Gefühl kriegt. Ja, dann bin ich schon zufrieden und daran arbeiten wir uns jetzt mal hier an der Rezension ab. Viel Negatives habe ich nicht. Ne? Also ihr könnt ja vielleicht anfangen, das wirklich auf hohem Niveau, wenn man also die Charakterkarten nimmt. Die habe ich hier. Da sind keine Namen drauf. Das ist ein bisschen schade. Ich habe wieder wie üblich Charaktere, total asymmetrisch eben. Das hatte ich mit Matthias Notch letzte Woche drüber unterhalten. Nee, letzte Woche, letztes Jahr drüber unterhalten. Das ist ja so das Besondere im Spiel, dass es wirklich Fähigkeiten sind, die die Regeln brechen bei den Spielen. Und hier ist es nicht ganz so krass, finde ich, wie beim ersten Teil, aber es sind auch gute Fähigkeiten dabei. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Fähigkeiten vielleicht auf den einen oder anderen Hans im Glück oder Marco Polo Begeisterten zuerst ein bisschen nüchtern wirken. So, ne? Vielleicht ein bisschen nüchtern, dann vielleicht auch im nächsten Schritt so, ob die das überhaupt so bringt. So von der. Aber ich finde nach wie vor, dass diese Fähigkeiten ausgewogen sind. Und habe nie Probleme damit gehabt. Ich habe es wirklich oft gespielt, das Spiel in allen möglichen Besetzungen, dass ich sage, das lag jetzt an meinem Charakter irgendwie, dass da nichts kommt. Irgendwie, dann fand ich nicht. Kann ich wirklich nicht finden. Ich kann mich aber erinnern, dass diese Diskussion auch bei Marco Polo 1 da war, als es rauskam damals. Das ging auch durch die Foren. Und auch da finde ich, da wurde man sich dann schnell, glaube ich, einig, nach mehreren Partien auf jeder Seite, dass die unterschiedlich schwer zu spielen sind. Das ist hier auch ähnlich, sage ich mal. Aber ich finde unter Umständen auch die Fähigkeiten der Charaktere vielleicht nicht ganz so spektakulär, wie jetzt zum Beispiel der Mercator Tabriz oder der Charakter, der einfach nicht würfelt, sondern sich immer den Würfel raussucht, der Charakter, der nicht bezahlt fürs Einsetzen und so. Ne? Das sind so Sachen, die sind einfach legendär. So, ne? Und das ist hier vielleicht nicht ganz so vertreten. Und gleichzeitig hat man eben, da wollte ich eben auch gerade nochmal drauf los, eben keine Namen drauf auf den Charakteren. Das macht es ein bisschen schwieriger, finde ich, beim Nachschlagen, wenn man einfach so, was kann der denn? Welchen hast du denn da? Ja, welchen habe ich denn da? Ne? So sieht der aus. So, ne? Das ist für neue Spieler so eine Sache. Ne? Wenn man mit der Ikono Symbolologie oder mit der Symbolik noch nicht so ganz klar ist, dann ist das vielleicht einfach so, dass man da Probleme haben könnte. Ne? Das ist so das Ding. Ja, das ist auch so, glaube ich, vielleicht so mein Hauptkritikpunkt am Spiel. Neben, ich glaube, dass Marco Polo 2 nicht so günstig gewählt ist als Name. Denn man hat ganz oft gehört, brauche ich nicht. Und ich habe es ja genauso. Ne? Das war sofort so eine Haltung, so dass ich sage, nee, 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 nee.
muss nicht sein. So, ne, warum denn? Warum eine Fortsetzung von einem Brettspiel, das eh keine Story hat? Warum denn überhaupt Marco Polo 2, das erste ist doch gut. Und aber wenn man dann mal so reinguckt, dann merkt man, was dieses Spiel denn so leisten kann. Das tun wir jetzt einfach mal. Einfach mal so um ein paar Sachen zu gucken. Denn ganz zentral bei Marco Polo ist natürlich ganz klar, das ergibt sich aus der Geschichte, das Reisen. Und wenn ich jetzt hier gucke, hier habe ich eben wieder meinen Reiseplan, aber eine große Neuerung, es liegen die Aufträge eben in den Städten. Das heißt, ich muss reisen. Ich kann die Aufträge nicht einfach hier per Würfeleinsatz bekommen, sondern ich muss reisen und kann erst, wenn ich so ein Handelshaus hier stehen habe in so einer Stadt, kann ich erst habe ich erst Zugriff auf die Aufträge, zum Beispiel in Kabul, ne? Anders, und dann auch nur auf diese beiden. Das macht die Sache zum einen thematischer, zum anderen aber auch zwingender zu reisen. Gleichzeitig wurde aber, hier sehen wir das Reisen, ich will nicht sagen vereinfacht, aber verbessert. Definitiv verbessert, denn ich habe einfach drei Optionen, auf die ich reisen kann. Bis zu einem Schritt, bis zu drei Schritte, bis zu sechs Schritte. Maßgeblich hier immer der niedrigste Würfel, den ich mit einsetze. Wenn ich nur einen Schritt setze, kostet mich das nochmal zwei extra, das ist so ein Mindermengenzuschlag. Und wenn ich hier wirklich drei Würfel reinsetze, bin ich nicht nur Startspieler, wenn ich das letzte gemacht habe in der Runde, sondern ich kann auch unterwegs noch ein Haus droppen, was eine mega mächtige Aktion ist. Aber es kostet mich drei Würfel. So, ne? Aber gleichzeitig wiederum, ich zahle hier nichts fürs Einsetzen. Und insofern ergibt sich hier ein ganz anderes Gefühl beim Reisen. Ich hatte bei Marco Polo 1 hat man immer gespart, gerechnet, um die Reise zu machen. So. Und das finde ich ist hier nicht so. Ne? Das heißt, ich gehe hier einfach noch ein bisschen lockerer an die Sache. Im Gegenzug ist es kein Plan, den ich mir wie bei Marco Polo 1 am Anfang angucke und sage, aha, das liegt so, das sind meine Karten. Ich weiß bis zum Ende der Runde, was ich mache oder bis zum Ende des Spiels. Natürlich legt man sich was zurecht, aber es ist nicht mehr so dieses, ich lese erstmal die Karte und dann weiß ich eigentlich auch schon mein Spiel. So, ganz so läuft es nicht mehr. Und was halt auch anders ist, eben durch, finde ich, durch diesen Geldfaktor und durch viele andere Faktoren, wie zum Beispiel durch diesen Floating Market, der sich jede Runde ändert. Ich kann immer eine Runde im Voraus gucken, wie sich der Markt verändert. Und gleichzeitig sagt diesmal dann mein Rundenzähler, wenn diese Marktplättchen alle sind, sind die sechs Runden durch, die ich hier spiele. Ich habe hier noch zusätzliche Einsatzfelder. Das sind die Karten, die auch in die Städte kommen. So, diese Karten sind gleichzeitig auch besser geworden, finde ich. An denen wurde ein bisschen geschraubt. Das waren ja zum Teil mega Siegpunktmaschinen, die ich da hatte. Das ist auch nicht mehr so heftig. Also, ne, und das sind alles so Faktoren, die für mich dieses Spiel einfach besser machen und ganz viel mehr so Belohnungskomponenten drin haben als das erste. Das erste hat zwar dann mega Siegpunkte gebracht, aber gleichzeitig alle anderen unter Druck gesetzt. So, ne? Druck ist toll, Mangel ist toll in Spielen, aber es gibt auch Spiele, die funktionieren über so eine Belohnungskomponente sehr gut. Und das finde ich ist bei Marco Polo 2 deutlich stärker als bei Marco Polo 1. Und dadurch wird das vom Gefühl her schon so ein komplett anderes Spiel. Und deswegen will ich da eigentlich darauf hinaus, dass es eigentlich ganz schön wäre, wenn Marco Polo 2 vielleicht gar nicht Marco Polo 2 geheißen hätte, sondern was weiß ich für ein Thema gehabt hätte. So, ne? Frage ist, wäre es das Marco Polo 2? Ich habe keine Ahnung, wie die Verkaufszahlen sind. Kann ich nicht sagen. Also wäre es aber als Marco Polo 2, hätte es vielleicht die Leute angesprochen, die sagen, nee, ich kaufe doch keine Fortsetzung, was soll ich denn damit so? Ne? Dann hätte vielleicht ein neuer Titel das Ganze mehr gerissen. So, weiß man nicht, schwer zu sagen. Kann aber natürlich auch sein, dass es dann wieder in diesem Mega-Jahrgang untergegangen ist, denn Euro oder Heavy Euro, komplexe Euros, was da rausgekommen ist, das ist ja nach wie vor der Wahnsinn, der letzte Jahrgang. Ne? Und dementsprechend, da fällt dieses Spiel auch rein, aber da spielt dieses Spiel auch wirklich ganz vorne mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist einfach, das sind wirklich gute Sachen. Es sind neue Elemente drin, wie diese Gildenplättchen hier, die ich mir besorgen kann. Auch da muss ich mich ein bisschen recken, denn das kostet zwei Würfel, die ich hier einsetze. Und je nachdem, welche Wertigkeit der niedrigste Würfel hat, bekomme ich dann das höhere das Gildenplättchen. Es geht bis zu diesem Schmuckring hier, das ist Level 4. Das kann ich dann irgendwann, also bezahlen, das Ganze, was die haben wollen. Die wollen dann zwei Goldbahnen und neun Münzen. Da kann ich das Ganze umdrehen, habe ein festes Einkommen von zwei Kamelen, also mache ich das vielleicht bei Zeiten. Und das Ganze ermöglicht mir unter Umständen Zielkarten, da komme ich gleich auch nochmal zu erfüllen. So, und gleichzeitig habe ich hier, wie ihr seht, bei den Reiseverbindungen auch diese Gildenzeichen letztendlich wieder. Da ist es schön, diese Gildenplättchen zu haben, denn nur dann kann ich hier langfahren. Sonst ist das Ganze gesperrt für mich. Ich muss es nicht erledigt haben bis dahin, die Gilde, aber ich muss es zumindest im Besitz haben. Erledigt haben muss ich hier, wo dieser Haken drin ist. Dann kriege ich nochmal so ein bisschen mehr Bonus, beziehungsweise macht es überhaupt erst Sinn, da reinzusetzen, so in diese festen Felder. Diese, hier würde ich zum Beispiel einen Würfel reinsetzen und dann bekomme ich
von jeder Ressource ein, von jeder Grundressource ein hier. Und abhängig davon, ob ich eine 1 bis 5 oder eine 6 eingesetzt habe, bekomme ich dann noch den fertigen Gildenbonus. Und das wären, hier haben wir nämlich eben die Kamele wieder, zwei Kamele nochmal oben drauf, das Ganze aber verdoppelt 4 Kamele. Das lässt sich dann auf jeden Fall schon sehen. So, ne? Jetzt war ich beim Reisen und das sind die neuen Karten, die am Anfang des Spiels ausgeteilt werden. Auch das finde ich wesentlich besser als im ersten. Im ersten Teil, wer sich erinnert, oder ne, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten das Spiel kennen, habe ich verschiedene Ziele, die ich anreisen musste und unter Umständen klappte das alles nicht so ganz. Das heißt, ich musste irgendwo neu ansetzen mit meiner Reise. Fand ich, ganz oft hatte ich diesen Punkt und auch als ich mit Mirko über dieses Spiel hier geredet habe, weil nachdem wir das letzte Mal gespielt haben, sagte er genauso. Das war für ihn so der Mega-Punkt so bei Marco Polo und für mich eben auch, dass das oft einfach nicht passte. Ne? Und im Vergleich zu Leuten, die Karten hatten, wo es passte, konnte man dann sich vielleicht schon von den ersten Punkten dieser Karten verabschieden. Jetzt habe ich hier Karten zur Auswahl, die ich bekomme, behalte aber nur eine. Es setzt sich also keine Reiseroute zusammen hier aus zwei Karten, sondern mehr Vorgaben, was ich erreichen sollte. Hier zum Beispiel bekomme ich, wenn ich diese Symbole ansteuere, also ich habe hier dieses Schlangensymbol, dann haben wir hier die Wolke und hier das Bambus oder was es ist. Auf jeden Fall, wenn ich da irgendwo ein Haus droppe, bekomme ich hier plus 1. Das ist für die Endwertung wichtig. Wenn ich überall habe, bekomme ich dreimal diese plus 1. Und wenn ich dann auch noch dieses Gildenblättchen erledigt habe, kriege ich nochmal 6 Punkte extra. So, ne? Dann gibt es Karten, die haben andere Gildenblättchen, andere Ziele. Manche haben nur Ziele. Manche haben ein Ziel und nur Gilden und sonst nur Gildenblättchen. Also das ist ganz verschieden. Also ich bin durch diese Karten nicht ganz so festgefahren auf das, was ich eben mache. Das hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt. Und das finde ich eine sehr schöne Sache. Diese plus 1 wiederum rechnet sich dann hier in dieser, oder schlägt sich hier in dieser Endwertung nieder, nämlich dahingehend, dass ich dann für jedes Plättchen, das ich angeschlossen habe, für jedes Symbol, das ich angeschlossen habe mit meinem Handelshaus-Netzwerk hier, kriege ich also Punkte, und zwar bis zu 43 Punkte, wenn ich volle 13 Plättchen angeschlossen, Ziele angeschlossen habe. Das kriege ich aber nur hin, indem ich eben diese plus 1 Ziel erledige. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, eben hatten wir ja dann die, sag schnell, hier diesen Bambusstrauch, wenn ich da also da ein Haus gebaut habe, ne, nehmen wir mal das Plättchen weg, das kriegt dann ja eh der, der es zuerst gebaut hat oder der es zuerst erreicht hat, so, dann habe ich hier diese plus 1, durch dieses Zielplättchen, das mir die plus 1 nochmal gibt, bin ich schon bei 2. So, ne, das heißt, also ich könnte also alle meine Häuser nachher durchzählen und dann für jede plus 1, die ich dann noch erreiche, übrigens auch auf Gildenplättchen zum Beispiel oder über andere Wege, komme ich dann nochmal hier ein Level höher, was das Ganze punktemäßig angeht. Und da kann ich am Ende nochmal gewaltig was drehen. Und 43 Punkte, also wer Marco Polo weiß oder kennt, also die Punktzahlen, das ist ähnlich, der weiß hier, ist 43 Punkte ist viel. Wir bewegen uns immer so zwischen 120, 160. Das war 160 war einmal, das war bei Frank, glaube ich, da wirklich abgeräumt irgendwo so in dem Dreh. Das war Wahnsinn. Ja, Jade ist neu. Ne? Kann man hier unten auch nochmal sehen. Jade ist wieder interessant, bekomme ich eigentlich auch nur auf verschiedene Arten und Weisen, und zwar also eher nur hier über diese Gildenplättchen, oder ich kann sie hier oben auf dem Markt bekommen, in der ersten Spalte, aber um höher in den Markt höher einzusteigen, letzten Endes, um etwas wertvollere Sachen zu kriegen, brauche ich zwingend auch diese Jade. Ne? Also es ist so eine Wechselwirkung, die da einfach wirklich sehr gut eingearbeitet ist in das Spiel. Gibt's, ja, ne? Ansonsten hat das Spiel natürlich ganz viele Elemente von Marco Polo 1, die einfach unerreicht gut sind, ne? Wie einfach die schwarzen Würfel. Ne? Das ist irgendwie so eine Sache, ich kenne kaum einen, der nicht auf diese schwarzen Würfel geht, indem man 3 Kamele abgibt. Man kann natürlich seinen Würfel wiederum mit Kamelen manipulieren, plus 1, minus 1 drehen. Man kann ihn rerollen mit Kamelen. Und ich habe nach wie vor die Kompensation drin, wenn mein Würfelergebnis unter 15 ist, kann ich das mit Gold oder mit Kamelen auffüllen. Und ich erfülle die Aufträge auf eine ganz klassische Art und Weise eben. Ich muss so einen Auftrag eben besitzen und muss dann die Ressourcen abgeben, bekomme die Punkte. All das ist geblieben und das ist auch gut so, dass das geblieben ist. Dann Marco Polo war ja nun kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen. Ich finde nur tatsächlich, was hier verändert wurde, hat dem Spiel echt geholfen. Und ich habe eigentlich bisher nur mit Leuten gespielt, die sagten nach diesem Spiel, ja, das gefällt mir besser. Ich hatte also niemanden am Tisch, der sagte, nee. Und das finde ich ist wirklich eine Leistung. Also das muss man wirklich den Autoren zugute halten. So ein Ding nochmal so verbessern. So, ne? Jetzt ist natürlich, das Spiel ist natürlich jetzt schon fast ein Jahr auf dem Markt, aber
die nächste Leistung ist natürlich, das jetzt so rüberzubringen, dass das auch eben bei den Leuten ankommt. Und da habe ich nach wie vor ja Zweifel, ob da jeder das für sinnig erachtet. So, das ist halt die Frage. Das muss man sehen. Kann ich auch jeden verstehen, der sagt, mm-mm. Und da wäre eben dann wieder die Sache, ob das Thema nicht besser gewesen wäre. Hätte es sich irgendwie geändert oder wenn das Spiel so eben nicht so deutlich an Marco Polo hätte angeglichen. Nichtsdestotrotz ist es ein tolles Spiel. Man kann allein aufgrund, dass sich die Spiele im Spielgefühl anders anfühlen, beide haben. Ich habe auch beide. Ich habe lange überlegt, verkaufst du eins? Nein, bisher nicht. Also ich würde mich eher von den ganzen Erweiterungen trennen aus Teil 1, weil die finde ich, fand ich am Anfang auch okay, fand ich schöner, aber inzwischen würde ich da eigentlich kaum noch mit spielen, also mit der Venedig-Map oder sowas, mit den ganzen Charakteren und so. Also das ist eher so eine Sache, die ich nicht brauche, und aber Marco Polo 2, das wird ganz sicher im Regal bleiben. Und in letzter Zeit haben wir es eigentlich auch nur gespielt. Ne? Also wenn wir Marco Polo gespielt haben, war Teil 2 auf dem Tisch. Dementsprechend ist das so. Das, sage ich mal, war im Grunde eigentlich eine Lobhudelei jetzt hier auf Marco Polo 2. Abgesehen von diesen zwei Kritikpunkten, die ich da habe, bin ich hier bei diesem Spiel bei 8,5 Punkten. Denn es ist wirklich gut. Gebt dem Spiel eine Chance, auch wenn ihr immer noch sagt, das kann ich von vornherein eigentlich für mich ausschließen. Es lohnt sich doch. Es lohnt sich doch, da mal reinzugucken. Und gerade wenn man Marco Polo 1 kennt, also dann ist das eventuell eine echt gute Sache. In diesem Sinne sage ich besten Dank fürs Zugucken. Marco Polo 2, ich habe eigentlich jetzt schon wieder Lust auf eine neue Runde. Und macht es gut. Ich bin total gespannt, was ihr sagt. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Meinungen. Also ne, vielleicht kommt jetzt ja jemand und sagt, nee, 1, ne, du redest hier nur Stuss, 1 ist viel, viel besser. Das würde mich total interessieren. Und dann, warum? Alles klar, besten Dank fürs Zugucken, macht es gut, bis dahin und tschüss.